Leute, heute hat Respawn spontan die Season 18 Ranked-Änderungen freigegeben. Ob das schon alle 100% Ranked-Änderungen sind, kann ich euch nicht sagen. Viele haben es vielleicht schon gesehen, gelesen, Riesentext und eine Menge Versprechungen. Ich habe alles kurz und knapp zusammengefasst, möchte ich euch jetzt hier erzählen. Und wenn das alles so kommt, wie es Respawn verspricht, und das ist genau der springende Punkt, in Season 16 zu Season 17 haben wir alle gedacht, Mensch, Ranked wird geil, Ranked wird toll, mega interessante Änderungen. Und Season 17, naja, wir müssen nicht drüber reden, was passiert ist. Aber wenn das Respawn jetzt hält, könnte es geil werden. Ich kann euch im Grunde schon mal sagen, dass das Grundgerüst von Season 17 bleibt. Kein Split, Einführungsrunden, wir machen wieder 10 Bewertungsmatches und so weiter und so fort, wenn das alles super funktioniert. Und das muss ich dazu sagen, wer sich vielleicht auf der EA Respawn Seite von Apex Legends den ganzen Text durchgelesen hat und das ein bisschen genauer beobachtet, was Respawn so schreibt, gerade in Verbindung mit dem Split, das lässt Raum für Interpretationen, dass es vielleicht irgendwann, wenn sich das alles nicht so bewährt, wie sich das Respawn erhofft, dass vielleicht das Split-System zurückkehrt. Das ist zumindest meine Interpretation. Ob es jetzt tatsächlich so kommt, kann ich natürlich nicht sagen. So, im Allgemeinen soll es in Zukunft für jedes Match deutlich weniger Leiterpunkte geben, um schon mal zu vermeiden, dass du ruckzuck von ganz unten nach ganz oben kommst, weil das alles im Allgemeinen viel zu schnell ging. Ab Dia gibt es spezielle Regeln. Ich verstehe es aus dem Text so, dass wir von Rookie bis Platin immer noch wahrscheinlich 35 Leiterpunkte bezahlen. Ob die das jetzt anheben, senken, keine Ahnung, das hat Respawn nicht erzählt. Ich gehe aber davon aus, aber ab Diamant aufwärts bezahlen wir mehr Leiterpunkte, haben einen höheren Verlust, wenn es nicht läuft, und bekommen im Allgemeinen weniger Wertungspunkte. Und gerade jetzt in Season 16, nach so 2-3 Wochen war es ja so, kaum Wertungspunkte bekommen, kaum Kills. Und Respawn hat sich diesbezüglich auch so ein bisschen geäußert, dass das ganze Ranked-System teilweise so extrem verbuggt war, dass die ganze Rechnung mit dem Hidden MMR-System überhaupt nicht funktioniert hat. Aber sie haben die Probleme gespottet, entfernen die jetzt, hätten sie jetzt auch schon tun können, heben sich das jetzt aber zum Start von Season 18 auf, und es wird auch weiter gebastelt, gefummelt, und in den Folgeseasons wird es mehr Ranked-Änderungen geben, das kann ich hier schon mal sagen. Der Eliminierungsbonus wird überarbeitet, sodass wir mehr Punkte bekommen. Hat jetzt im Allgemeinen nichts damit zu tun, dass wir jetzt gar keine mehr bekommen haben, weil das System einfach Dreck war und einfach die Bugs ein großes Problem waren. Und dann wird etwas geändert, und das feiere ich absolut, und das soll das Schimmeln, das Retten im Allgemeinen den Garaus machen. Der Ringschaden wird verändert, der wird quasi erhöht, und die Ringzeit wird ebenfalls überarbeitet. Und mit eigenen Worten von Respawn, sich zu verstecken und Gefechte zu vermeiden ist keine lohnenswerte Methode, Apex Legends zu spielen. Season 18 hat einige Updates für dieses Verhalten und wird sich in Folgeseasons im Kerngameplay mit inaktiven und Vermeider-Spielweise beschäftigen. Und das ist das, was ich vor einiger Zeit bemängelt habe, als ich das Ranked-System so ein bisschen erläutert habe, wie es funktioniert, und dass die Leute oder ich habe versucht, an die Community so ein bisschen zu plädieren. Alter, hört bitte auf, so scheiße zu spielen, zu retten, zu campen, zu nicht, also einfach alles zu vermeiden. Das fanden viele gut, dass ich das so ehrlich angesprochen habe, aber viele haben auch geschrieben, naja, wenn es das System hergibt, na, dann rette ich halt. Und das ist genau das, was ich feiere, dass die Community jetzt den Tritt dafür kriegt, wäre jetzt falsch ausgesprochen. Im Endeffekt ist es eigentlich gut, dass es passiert ist, weil gerade, und das kommt jetzt noch dazu, Respawn hat ungemein viele Daten für die ganzen Red Spots gesammelt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass eine Menge Red Spots überarbeitet werden, sodass das Retten in diesen Spots gar nicht mehr möglich ist. Das heißt nicht, dass es keine Spots mehr gibt. Es wird aber weiter an Daten gesammelt. Und das ist eigentlich das Gute. In der Community auf YouTube und in sämtlichen anderen Plattformen wurde fleißig jeder Red Spot, den man gerade neu entdeckt hat, gepostet, geteilt. Alle haben sich irgendwie gefreut, die zumindest vielleicht so gespielt haben, um endlich ihre absolut wertlose Master Badge oder sonst was für eine Badge zu erhalten, die einfach faktisch nichts wert ist. Und dank der Community hat Respawn jetzt ein leichtes Spiel gehabt, die ganzen Red Spots zu orten und die meisten davon irgendwie so
zu überarbeiten, dass es eben nicht mehr Sinn macht, dort zu retten. Wie gesagt, es wird sicherlich hier und da immer noch welche geben, aber es ist eigentlich geil, dass es so gekommen ist, um das Spiel über kurz oder lang vielleicht ein bisschen besser zu gestalten, dass sowas nicht mehr passieren kann. Das Matchmaking, dieses Hidden MMR-System, soll noch weiter ausgebaut und überarbeitet werden, so dass es zu unserem eigentlichen Rang auch passt. Und ansonsten habe ich eigentlich alles. Viel mehr gibt es jetzt nicht zu erzählen. Ich hätte es jetzt sicherlich auch noch ein bisschen kürzer gestalten können, aber ich finde es immer schön, meine eigene Meinung hier und dann noch ein bisschen rauszuhauen und bin auf jeden Fall in den Kommentaren auf eure Meinung gespannt. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere jetzt wahrscheinlich schreiben wird, naja, das wird sowieso wieder nicht zum Start von Season 18. Rankt vielleicht die ersten ein, zwei Wochen geil und danach ist wieder irgendwas richtig Dreck. Ich verstehe, wenn jemand jetzt sagt, ich bin sehr, sehr skeptisch. Das bin ich auch. Im Endeffekt ist es immer leicht, etwas zu versprechen. Auf dem Blatt Papier hier sieht das alles geil aus und klingt interessant und macht wahrscheinlich den Rank Grind wieder richtig interessant. Aber es müssen Taten folgen. Es muss vernünftig umgesetzt werden, sodass es ab Season 18 endlich wieder geil wird, Rank zu zocken. Leute, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Und bin auf die nächsten News gespannt. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.